Derweil glaube ich, werden es schon noch ein Stück schaffen, aber man merkt schon, es ist nicht mehr ganz so lustig. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, Sneaker Festhalten Challenge ist bei euch sehr, sehr gut angekommen. Deswegen haben wir heute keine Kosten, Mühen und Personalkräfte gescheut, um heute wieder ein richtig fettes Video zu machen. Den Titel habt ihr schon gelesen. Ich kann leider nicht allzu laut sprechen, weil da hinten sitzt schon unser erster Bewerber. Er sitzt da, schaut jetzt komisch, winkt uns einmal, weiß aber weder, wer sein Gegner ist, noch was ihn heute überhaupt erwartet. Zwei Burschen kommen nämlich und auf einmal heißt es, wer geht länger? Aber die sind darauf nicht eingestellt, sondern wir haben einfach gesagt, kommt vorbei zu einer Challenge. Aber so, ich glaube nicht, dass die Wanderschuhe und so weiter anhaben. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wenn ihr Bock auf solche Formate habt, dann lasst auf jeden Fall schon mal ein Dislike da. Im Titel steht, wer länger geht, kriegt meinen 25.000 Euro Kleiderschrank. Sie dürfen sich ein Piece aus meinem Kleiderschrank aussuchen, aber wir wollten so ein bisschen Clickbait-Titel machen. So, wir warten jetzt nur noch auf den zweiten Mitbewerber. Dann sehen die beiden überhaupt, um wen es sich handelt, weil die wissen ja nicht, gegen wen sie antreten. Und dann erklären wir ihnen die Regeln und es geht dann direkt los zur Challenge. Wer geht länger? Let's go. Grüß Gott, wen haben wir denn hier? Servus, ready für die heutige Challenge? Okay. Du weißt auch nicht, gegen wen du heute antrittst, oder? Nein, ich habe nur Marvin vorher gesehen. Marvin, komm raus! Servus, ich hab's gewusst. Ihr zwei tretet heute gegeneinander an. Wir haben euch nicht gesagt, was die Challenge ist, oder? Nein. Habt ihr eine Vermutung? Nein. Keine Ahnung. Wir machen uns jetzt schon mal zu Fuß ein bisschen auf den Weg. Du hast dich schon beschwert, dass dir so heiß ist, gell? Ist schon warm, ja. Hoffentlich wird es nichts sein, wo es noch heißer werden könnte, oder? Ja, es wird sicher was sein, was noch heißer wird. Was glaubst du, was wir machen? Ich weiß nicht, die Donau entlang laufen oder sowas, wenn ich das sehe. Okay, ja. Ich habe auf jeden Fall deinen Kumpel schon gesagt, dass die vermutlich bei der Challenge nicht dabei sein wollen. Warum könnte das sein? Ja, weil wahrscheinlich mit den Fahrrädern da irgendwo hinfahren sollen. Also. Ja, naja, wir fahren, ihr geht's. Die Challenge heißt, wer geht länger? Ach so. Ihr zwei tretet gegeneinander an, wir fahren euch nach. Und filmen das Ganze. Wir haben auch noch GoPros für jeden von euch am Start. Und wer als erstes aufgibt, hat verloren. Und wer länger geht, der darf sich egal was aus meinem Kleiderschrank aussuchen. Sehr nett. Sehr nett, findest du auch ganz gut. Geil, ja. Ist halt alles L. Also dir wird fix nichts passen, du kannst wieder Resell-Game machen. So. Okay, ja, eigentlich müssen wir gar nicht großartig was erklären. Es wird zwischendurch noch Challenges geben. Ihr könnt während dem Spiel miteinander reden. Wir nehmen euch aber die Handys ab und ihr dürft nicht weiter zurückfallen als bis zur letzten Rikscha. Das heißt, wer hinter die letzte Rikscha fällt, hat verloren. Okay. Und noch irgendwelche Regeln? Ihr dürft euch nicht das Haxel stellen, eh klar. Ja, schade. Ansonsten gibt's nichts. That's the game. Unsere Bewerber sind ausgestattet. Das heißt, wir können beginnen. Wer geht länger? Wir werden es herausfinden. Auf die Plätze. Fertig, los. Viel Spaß. Die ersten 300 Meter haben wir schon geschafft. Das Hemd muss gehen, es ist anscheinend zu heiß. Derweil noch alles fit bei euch, oder? Super. Alles super. Was glaubt ihr, wie lang schafft ihr es? Wie viele Kilometer? Kilometer? Ja. Ich kann Kilometer nicht einschätzen. 50, ich weiß nicht. 50 Kilometer? Ich bin deppert, Alter, gehen wir bis morgen. Das Ding ist halt, wir haben absolut keinen Plan, wie lange das heute gehen wird. Also wir haben uns jetzt einfach mal den ganzen Abend freigehalten. Wir haben es jetzt mittlerweile 15 Uhr. Also don't know, wie lange das gehen wird. Aber es entscheiden die zwei Jungs dahin. Oder halt nur einer von denen. Aber super Aussicht haben wir auch. Also von dem her immer noch chilliger als 5 Stunden lang bei irgendeinem Sneaker stehen, oder? Ja. Oh, ja warte, wir kommen nicht weiter. Ja, wir müssen schieben. Okay, wir können es eh noch weitergehen. Okay, kurz aus. Ja, ihr dürft eh vor uns. Gut, wir haben da gehört, wir kommen da gar nicht zurecht mit dem Berg auf. Ja, Elias, komm. Die haben uns jetzt einfach überholt, Freunde. Wir müssen ja das im Auge behalten, was die da machen. Aber was willst du dir nehmen? So. Ich weiß wirklich nicht, was er im Kleiderschrank hat. Ich weiß nur, dass es diese M&M-Sachen hat. Ja. Balenciaga-Passagen. Nein, aber einfach was Teures und Zellen, oder? Na, ich weiß nicht. Ich glaube, ich suche mir irgendwas aus und einen Freund von meinem Geburtstag, ich gebe ihm das dann einfach. Oh, hey, das war so nicht geplant. Ist das schon ein bisschen heiß, Lenny? Mir? Nein. Okay. Ja, auf der Stirn ist schon ein bisschen heiß wegen der Kamera. Das ist sicher so ein Schmiedstreifen. Um das alles da heute zu ermöglichen, möchte ich ein großes Dankeschön an unseren Partner Clark rausgeben, der
mit uns gemeinsam die ganzen Kosten gestemmt hat, wie die Rikschas, die einzelnen Angestellten, aber natürlich auch die Cutter, denn auch das wird heute wieder immens viel Videomaterial werden, was natürlich auch von professionellen Leuten verarbeitet werden muss. Deswegen großes Danke an Clark. Clark ist eine App, die dir eine einfache Übersicht über all deine Versicherungen verschafft. Durch einen intelligenten Algorithmus zeigt dir die App jederzeit an, bei welcher Versicherung du noch Geld sparen könntest oder in welchem Bereich du noch extra Versicherungen brauchst. Außerdem hilft dir Clark dabei, dass deine veralteten Versicherungen in neue verwandelt werden. Du kannst bestehenden Versicherungen in die App hochladen und Clark sucht dir dann aus 160 Versicherungsunternehmen die beste und günstigste Versicherung aus. So kannst du kostenlos Geld sparen, außerdem bist du dann den nervigen Papierkrieg los und musst nicht mehr zu deiner Versicherung fahren. Falls jedoch mal Fragen aufkommen sollten, stehen dir ausgebildete Versicherungsexperten von Clark per Chat, E-Mail und Telefon jederzeit zur Verfügung. Bei unserem Videodreh war die Clark-App sehr hilfreich, da wir viele technische Hilfsmittel hatten, wie Kameras, GoPros und noch eine Drohne. Wenn du dir die Clark-App über den ersten Link in der Infobox downloadest, vergiss auf keinen Fall den Code Maximilian einzulösen, denn dann kriegst du einen 45 Euro Amazon-Gutschein. Check deine Versicherungen, geht ja schließlich um deine Sicherheit. Aber jetzt weiter zu unseren zwei Kandidaten, die ja immer noch gehen. Die ersten paar Kilometer haben wir schon geschafft, ich glaube 3 oder so. Vorne hört man schon, wie sie sich beschweren. Marvin sagt gerade, boah, in den Off-White-Vierern, da schwimmt man so, ist so anstrengend. Also, derweil, glaube ich, werden es schon noch ein Stückchen schaffen, aber man merkt schon, es ist nicht mehr ganz so lustig. Also für uns schon. Ich hoffe für euch auch. Was ist eigentlich aus deinen Schuhen geworden, Lenny? Die sind zu Hause im Regal. Okay, also bis jetzt noch nicht verkauft. Wirst du auch nicht mehr verkaufen? Ich bin momentan echt am Überlegen. So, 5,2 Kilometer haben wir mittlerweile schon. Schätzt mal jetzt in die Kommentare, wie weit glaubt ihr, schaffen die Jungs das heute? Oder einer von denen? Ihr habt einen ziemlich schnellen Schritt drauf. Ja. Ich gehe von generell schon ein bisschen auf den schnelleren Schritt. Okay, also ihr seid immer noch nicht müde, oder? Alles gut dabei noch. Na, heiß ein bisschen, ja. Die Abkühlung, wie die da alle, war schon ganz chillig, gell? Schon laut. Macht ihr YouTube? Ja. So, wie man da jetzt schon gut erkennen kann, fällt der Lenny etwas zurück. Marvin wirkt noch sehr motiviert und sportlich. Die Verpflegung, bitteschön. Wir fahren. Okay, das Bewerberfeld rückt schon wieder näher. Na Lenny, schwitzt schon ein bisschen. Ich? Geht's, alles gut? Okay, perfekt. Von hinten aufschließen, Rikscha Nummer 2 schneller. Schauen wir, der Lenny darf nämlich nicht hinter die Rikscha kommen. Marvin ist immer noch gut dabei, also scheinbar können wir da noch ein bisschen schneller fahren. Jawohl. Geht's nicht, dass ihr einfach schon wieder zum Verhandeln anfangt? Was war jetzt das Angebot? Wenn du 300 Euro überweist, dann höre ich auf. Also ich mache dann weiter und dann kannst du nur mal dran. Dann überlege ich es mir vielleicht. Du schaust dir schon ziemlich verschwitzt aus. Motivation ist nicht mehr so groß, oder was? Ich will eigentlich nicht mehr. Nein. Du willst eigentlich nicht mehr? Du weißt halt schon, was der Gewinn ist, oder? Ja. Okay. Haltest du noch ein bisschen durch, oder? Schau, also ich würde es. Du kannst halt auch aufgeben, ich meine. Ich würde es dem Marvin eh gönnen, aber. Der Marvin ist nämlich schon noch ziemlich spritzig, gell? Also ich habe eigentlich gedacht, wenn du ein bisschen größer bist, dass du mehr Chancen hast als der Marvin, das aber ist der. Das ist jetzt ein Vorurteil eigentlich. Das ist richtig. Oh, schon oh. Das war schon relativ knapp, da. Ja, okay, übertreib. Okay, wolltest du lieber laufen als fahren, oder wie sehe ich das? Ja. Gerade sagst du noch, du willst nicht mehr so weit gehen und jetzt willst du auf einmal lieber laufen als fahren? Ja, gehen. Jetzt wird es natürlich hart, sie dürfen ja nicht hinter die Rikscha fallen. Wir machen gerade kurz einmal eine schnellere Einheit. Also ich merke schon, da hinten wird schon wieder fleißig verhandelt. Irgendwas mit 200 Euro und dann gibt der Marvin auf. Der Marvin macht es eigentlich nicht intelligent. Der bleibt immer ganz lang, ist ein unangenehmer Gegner und lässt sich aber auszahlen. Wenn man will, dass er geht, kann man sich auch darauf verlassen, dass er dann wirklich aufgibt. Kann alles, gewinnt zwar nicht, aber lässt sich dann immer gut bezahlen. Also ich würde sagen, da wird es Zeit für die erste Challenge. Wenn ihr schon in der Verhandlung seid, wer mir als erstes sagen kann, aus welchen zwei Flüssen die Donau entsteht, hat die Challenge gewonnen und muss keine Bestrafung machen. Digga, ich verwund dich den. Was ist das für eine Scheiße? Aus welchen zwei Flüssen entspringt die Donau? Ist keiner was. Deswegen Bestrafung an euch. Einmal halten und zweimal. Ihr tragt. Nehmen wir die Euro raus. Was? Na, dann gibt es beiden noch einer dazu. So, er hat ja nur seine halbe, die kann er abgeben. So, na, du kriegst noch einer, bitteschön. Ja, dann nehme ich meine von hinten. Passt, perfekt. Die tragt jetzt 500 Meter, dann nehmen wir es euch wieder ab. 8 Kilometer haben wir schon, gell? Jawohl. 8 Kilometer ist nicht schlecht. Also das aktuelle Angebot sind 300 Euro für Marvin, oder wie? Marvin will ja kein Geld ausgeben. Ja, ich will kein Geld ausgeben. Ich bin nicht dahergekommen, dass ich da 20 Kilometer latsche und muss ich Geld zahlen für ein T-Shirt. Na, du hast recht. Du bist halt eigentlich der, der immer Geld zahlt. Also. Ja, weil der, ich weiß nicht, wieso ich mich hier auf so eine Scheiße einlasse. 500 Meter sind auch schon locker vorbei. Wie lange haben wir noch? Ja, 100 Meter. 100 Meter noch. Digga, das meinst du locker schon die Kilometer.
Also ich sag's dir wirklich ganz, ganz ehrlich, mir ist wurscht, wie lange ich hatsch. Alter, das hilft uns nicht weiter. Ich bin schon mal besoffen vom ersten Bezirk in 22. Ja, aber das ist was. Hast du das schon mal geschafft? Das ist was anderes. Ja, das ist Endlevel. Okay, passt. Wasserflasche nach vorne. Und diese Lost Boys Dance habe ich mir auch gekauft, die muss ich mir auch finanzieren. Ich finanziere nicht, die Kugel ist raus. Ja, die kosten 170 Euro, das ist schon 300 Euro eingeboten. Das wäre, glaube ich, ein cooles Minusgeschäft. So, die ersten 8,5 Kilometer sind geschafft und jetzt kommt der erste U-Turn. Wir sind bereits in Korneuburg und jetzt geht es wieder zurück nach Wien. Das Ding ist, ich fühle mich halt noch so, als könnte ich das noch dreimal gehen. Hin und her. Ja, ich könnte es auch noch öfter gehen, aber ich habe einfach, hast du ehrlich, jetzt Lust bis morgen dazu gehen. Und wer zahlt schon wieder wen? Was? Willst du wieder in dein Geldbeutel greifen und den anderen ausbezahlen? Wie viele Kilometer haben wir schon? 10,4 Kilometer haben wir bis jetzt. Okay, was ist der Plan? Der Plan ist, dass ich ihm also Geld gebe. Wie viel gibst du ihm? 325. 325 Euro. Ja. Und dann? Und dann kauft er seinem Kollegen ein gutes Geburtstagsgeschenk. Okay. Also du gehst eigentlich nur für einen Freund? Ja, eigentlich schon. Okay. Du sagst, wenn ich 325 Euro kriege, da ist schon was für dich drin. Okay. Und du darfst dir dann quasi was aussuchen, oder wie? Das ist der Plan, ja. Und du bist bei dem Maximilian daheim. Das musst du dir halt auch noch denken. Sobald einer von euch aufgibt, könnt ihr beide auf die Rikschas aufsitzen und müsst nicht weiter zu Fuß gehen. Ich verstehe halt einfach nicht, warum immer einer den anderen rauskaufen muss. Warum können die nicht einfach in den Wettstreit treten und schauen, wer geht länger oder wie beim letzten Mal, wer kann länger festhalten? Und wann gibst du ihm die 325? Sobald ich beim Bankomat sitze. Okay. Wie viel gehört dir? Jetzt? Willst du jetzt schon sagen? Selbst? Ja, okay. Dann gebe ich dir jetzt die Hand drauf. Passt, die Hand. Die rechte. Passt, die rechte, ja? Die rechte. Okay, und was passiert jetzt? Ich überweis, also wir gehen zum Bankomat und ich gebe ihm die 325 Euro. Und dafür gibt er jetzt auf? Ja. Gut, wenn du aufgeben willst, dann musst du dich nur hinter die Rikscha fallen lassen und dann bist du draußen. Du hast es ganz auf Kamera. Ich hab's auf Kamera. Ja. Na, wir haben es auf Kamera. Jetzt vertraue ich dir. Ja, aber du siehst 325. Ich gebe dir 325 Euro. Passt. Versprochen. Wenn jetzt einer aufgibt, dann ist es vorbei. Wenn einer aufgibt, dann schaut nicht danach aus. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihm vertraue soll oder nicht. Das ist halt. Ich meine, gut, wäre so viel. Aber. Wie ich dir mehr das Vertrauen geben könnte. Ich gebe dir mein Handy. Das haben wir eingesteckt, das gibt's nicht. Egal, wer es auf Kamera ist, vertraue. Ach! Und damit ist Marvin raus. Marvin hat freiwillig aufgegeben. Ja, Freunde, damit sind wir am Ende. Wir haben 12 Kilometer geschafft. Du bist unser Gewinner. Du hast für 325 Euro aufgegeben. Richtig. Wie war's für euch? Ich glaube, wir hätten beide noch länger durchgehalten, aber ich glaube, das ist die beste Lösung. So haben beide was davon. Aber theoretisch hättet ihr auch nach den ersten 2 Metern diese Entscheidung treffen können. Ja. Und seid 12 Kilometer unnötig gegangen, oder? Ja. Okay, super. Dann bist du raus und mit dir fahren wir jetzt zu mir und du darfst dir was aussuchen. Hast du was im Kopf? Nein. Okay, wir schauen uns dann dort an. So, herzlich willkommen. Gut, da ist der legendäre Kleiderschrank. Und du darfst dir aussuchen, was du möchtest. Hoodies und Shirts, Jacken, Pullover und so weiter. Was dir gefällt, darfst du mitnehmen. Was tendierst du? Der Shirt oder Hoodie? Der Hoodie, Girl. Der ist mal... In Marcella, ja. Der ist halt auch gut. Also der ist mal nähere Auswahl. Mhm. Und was noch so? Der vielleicht auch. Ja. Der ist auch geil. Es ist wirklich schwierig, muss ich sagen. Nicht den linken, der ist aber teuer. Und ich muss irgendwie das Geld wieder bekommen. Welches Geld? Naja, ich eine lange Geschichte, das erzähle ich dir später. Also, okay. Es darf der Marcella Hoodie sein. Sollen wir dann noch einpacken? Wenn du es schon so fragst. Die feine Ware in den feinsten Karton. MM Tabula Rasa immer noch erhältlich, Freunde. So, bitteschön. Gratuliere zu deinem Gewinn und danke vielmals fürs Mitspielen. Ich sage danke. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob wir sowas wieder drehen sollen. Mir hat Spaß gemacht, ich glaube dir auch. Mir auch. Und in diesem Sinne, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Euer Maximilian.